so weit. Ich brauche eine neue Jeans. Ich kann nicht länger mit der Absicht, eine Denimhose zu kaufen, in den Laden gehen, dort aber anstelle einer einzigen Jeans drei T-Shirts kaufen und eine Jacke, die ich eigentlich gar nicht brauche. Nur weil ich im Laden überfordert damit bin, aus unendlich vielen Jeansmodellen eines auszuwählen. Und weil ich zu bequem bin, Schuhe und Hosen auszuziehen, in Socken beim Einstieg ins Hosenbein herumzuhüpfen, weil der winzige Hocker schon mit meinen abgelegten Kleidern besetzt ist. Und weil ich keine Lust habe, an den Socken die ganzen Staubmäuse kleben zu haben, die auf dem Kabinenboden herumliegen. Okay, nicht nur deswegen. Ehrlich gesagt halte ich es auch nicht aus, meine nackten, bleichen Winterbeine im Kabinenspiegel anzuschauen. In diesem brutal unvorteilhaften Spiegel, der so dick macht, unterstützt von den gemeinen Deckenspots, die den Körper auch noch ins falsche Licht rücken. Herrgöttin nochmal, bei diesem Licht entdeckt Frau sogar auf den Ohrläppchen Zellulite. Dazu kommt die riesige Auswahl an verschiedenen Jeansmarken und Schnitten. Sie überfordert mich kolossal. Viel zu groß für mich, murmle ich verzweifelt in der Jeansabteilung zu mir selber und nehme lustlos die erstbeste Hose von der Beige. Ich denke, sie ist eher zu klein, sagt die Verkäuferin, die mich beobachtet und belauscht hat. Sie spricht von der Hose. Sie nimmt sie mir aus der Hand und legt sie auf die Beige zurück. Ich spreche nicht von der Hose, sondern von der Menge, versuche ich zu erklären. Ja, klar, meint sie nachsichtig. Mit den Größen ist das ja so eine unübersichtliche Sache. Die Größen variieren ja von Marke zu Marke. Und keine Sorge, die meisten Leute unterschätzen sich, wenn sie sich bei der Wahl der Größe auf ihr Augenmaß verlassen. Sie weist auf die andere Seite. Hier sind ihre Größen zu finden. Wenn Sie Hilfe benötigen, rufen Sie mich. Ich bin noch eine halbe Stunde hier. Ich bin die Jasmina. So, dann finde ich mich allein im tiefen Dschungel des Jeans-Angebotes wieder. Die Hosen sind nach Labels geordnet. Ich schaue mir die Namen der Marken an. Boss? Die Marke kommt nicht in Frage. Zu macho-mäßig. Gambio? Gambio ist italienisch und bedeutet Wechsel. Ein versteckter Hinweis auf die Qualität. Eine Hose namens Wechsel hält nicht lange und die Sucherei beginnt von vorn. LTB Jeans. Bin ich hier etwa in der Joghurtabteilung gelandet? Diesel Jeans. Nein, danke. Ich brauche keinen Treibstoff, sondern Jeansstoff. Jeansmarke Mac. Im Mac kaufe ich Fast Food. Nicht Hosen. Mac-Jeans sind bestimmt Wegwerfartikel. Es bleiben nun noch die Markennamen Buena Vista, Replay Nachhaltig und Mango übrig. Sie scheinen mir okay, denn Buena Vista klingt nach rassigem kubanischen Temperament und nach günstig. Mango klingt nach Exotik, Vitaminen, Sonne. Replay Nachhaltig klingt gut. Diese Hose wird lange halten. Von diesen drei Labels schaue ich nun die verschiedenen Modelle an. Röhrenjeans? Ungünstig, weil ich Platzangst habe. Karottenjeans? Passen nicht wirklich, ich bin nicht Vegetarierin. Ein Modell namens Curves. Was soll das heißen? Bezieht sich der Name etwa auf meine Figur? Hier das Modell Ripped Mom. Mom klingt nach Bauch und Ripped nach Zellulite. Beides habe ich auch ohne neue Hose. Etwa der Schnitt Boyfriend? Nein, ich suche eine Jeans für mich. Mein Boyfriend soll sich selber eine suchen. Comfort plus Zauber Jeans. Also bitte, hat meine Figur etwa Zauberei nötig, um gut auszusehen? Destroyed Optik. Vergiss es, dann trage ich lieber meine alten kaputten. Die muss ich nicht anprobieren. Die sitzen bereits, jedenfalls an den zwei, drei Stellen, wo noch etwas Stoff dran ist. Nach schätzungsweise höchstens einer Viertelstunde
habe ich mich endlich für 3 mögliche Modelle entschieden und rausche damit in die Kabine. Ich habe zur Anprobe gewählt eine Jeans namens Slim Fit von Buena Vista. Schlank und fit hört sich gut an, passt zu mir, so sagt es jedenfalls mein Ohrenmaß. Slim Fit Jeans waren ja eine Zeit lang voll verpönt. Stattdessen waren diese formlosen Marlene- und Ballonhosen im Trend, in denen Frau aussieht wie ein jeansblaues Zelt mit Oberkörper. Hosen, mit denen man um Himmels Willen nie auf ein Foto durfte. Es ist schlicht unmöglich, mit einer Baggy Jeans auf einem Foto gut auszusehen. Ballonhosen sehen genauso unvorteilhaft aus wie Ballonröcke. Es lebe die Slim Fit Jeans! Als zweite nehme ich eine Jeans von Mango mit in die Kabine. Eine Boat-Cut-Jeans, formerly known as 80er-Jahre-Trompetenhose. Sie wissen schon, ABBA und so. Die Hosen unten so unendlich weit geschnitten wie die Landschaft Schwedens. Boat-Cut klingt außerdem nach Ferien, nach Segelboot. Ich weiß natürlich, dass Boot nicht als Boot ausgesprochen wird, sondern englisch als Boot. Und nicht Schiff, sondern Stiefel bedeutet. Dennoch malt mein Unterbewusstsein ein Segelboot vor mein inneres Auge, noch bevor der Verstand mit erhobenem Zeigefinger ein paar Stiefel vor meine Augen hält. Als ich die Jeans eine nach der anderen anprobiere, bin ich jedes Mal erschüttert. In der Slimfit sehe ich aus wie eine Blutwurst in der Pelle eines Chipolata. Das ist die XXS-Version einer Bratwurst. In der Bootcut-Segelschiffstrompetenhose sehe ich exakt so aus, wie ich nicht wollte, wie ein Zirkuszelt. Die Hose und ich in Kombination sehen genauso unvorteilhaft aus wie jeder Mensch mit Blisse-Rock, formerly known as Bad Old Faltenship. Nicht knackig, dafür kackig. Und in der Five-Pocket-Hose sehe ich in der Tat sehr nachhaltig aus. Als hätte ich noch nie im Leben etwas Essbares stehen gelassen oder weggeworfen, sondern alles in mich reingefuttert. Frustriert hänge ich die 3 Modelle über die Stange und schlüpfe mit geschlossenen Augen in meine alte Jeans hinein. Aber was nun? Eines ist klar, wenn ich auf den Namen der Jeans achte, klappt es nicht. Die verheißungsvollen Namen haben nicht gehalten, was sie versprachen. Darum weiß ich jetzt, ich darf die Markennamen nicht lesen und schon gar nicht den Namen des Schnittes. Jasmina, rufe ich daher schüchtern durch den Laden. Jasmina ist vor einer guten Stunde in den Feierabend gegangen. Ich bin Umberto. Wie kann ich behilflich sein? Ich bitte den jungen Mann, mir eine Jeans zu empfehlen. Einfach eine, die zu mir ganz spontan passt. Ganz spontan nach Augenmaß. Ich probiere sie im Hui an. Sie passt in der Größe und auch die Form. Sieht ganz okay aus. Passt! Gebe ich erleichtert bekannt. Das war klar, lächelt Umberto. Die Jeans hier passt eindeutig zu Ihnen. Das sagt schon der Name. Mir wird schwindlig. Ich bitte Umberto an der Kasse, das Label gleich rauszuschneiden. Ich schaue dabei weg, damit ich nicht erfahre, wie die Jeans heißt. Es könnte ja eine Curvy Mom sein, das Modell Formless Baggy, die Comfort Zauber Jeans oder sogar das Modell Endless Stretchable, das ich hier gerade arglos bezahle. Tschüss und viel Spaß mit den neuen Jeans, lächelt Umberto. Und beim nächsten Mal müssen Sie nur auf den Namen der Passform gehen. Denn eins ist ganz wichtig beim Jeanskauf. Der Name der Hose. Umberto reicht mir die Tüte. Ecco.